Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Kona für die Switch. Und wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Wir haben den Wendigo getroffen, wie man da im Hintergrundbild sehen kann. Ich habe den letzten Checkpoint geladen. Und ja, mal gucken, was wir machen können. Besiegen konnte ich nicht. Ich habe, glaube ich, meine ganze Munition auf ihn verballert. Was wir machen können, ist weglaufen. Wir kamen ja bis zu einem Friedhof. Vielleicht kann man da irgendwie, da sind so viele gefrorene Gestalten gewesen. Vielleicht kann man eins von denen irgendwie, keine Ahnung, Unterschlupf. Los geht's. Da ist der Wendigo schon. Und der hat uns gleich erwischt. Und wir laufen gleich mal weg hier. Wollen uns gar nicht mit dem anlegen. Denn das bringt ja anscheinend nichts. Aber die Waffe hole ich trotzdem mal raus. Denn uns treffen immer irgendwelche Wölfe die ganze Zeit. So. Mist. Der erste Wolf. So. Mal gucken, wo hin kann. Ich weiß doch gar nicht, wo wir hin können. Hier gibt es eine Karte. Naja, irgendwo geht's auf jeden Fall hin. Hol die Waffe nochmal raus. So. Die Taschen ist gerade weg. Und jetzt brauchen wir die Waffe nochmal. Wie so ein Viech. So, weiterlaufen. So, ich hoffe, dass wir irgendwo rein können oder irgendwas. Weil der Typ ist echt schnell hinter uns her die ganze Zeit. Ja. So, hier konnten wir auch längs gehen. Gucken wir mal, bis zu diesem Friedhof nochmal kommen. Ich stehe da mit dran. Ja, da kommt der Wendigo. Die der ist zum Wendigo geworden. Erwischt. Weil seine Olle rächen wollte, die erschossen wurde beim Jagdunfall. Irgendwie so habe ich das, glaube ich, aufgefasst. Man weiß es nicht. Blöden Wölfe, ey. So. Ich weiß, ob wir richtig sind hier. Ja, ist auch dicht hinter uns immer die ganze Zeit. So, hier sieht es doch schon wieder aus in die Richtung, wo wir gerade eben waren. Aber erschießen konnte ich ihn nicht, den Heini. Das klappt ja irgendwie nicht. Und schon noch ein paar Wölfe gleich. So. Warum kann auch diese ganzen Eismauern da hier längs laufen? Anscheinend. Dicht hinter uns. Ah, genau, hier kommt der Friedhof. Das ist schon mal gut. Aber so gut ist, weiß ich auch nicht. Muss ja irgendwie einen Weg geben, wo wir irgendwie. Er ist dicht dran. Haben wir aber durch Zufall erwischt. Durch einen Aimbot. Natürlich nicht. Aber will ich ihn noch mal. Hier durchgehen. Oh! Ha! The narrow passage sheltered him. But for how long? Weiß ich auch nicht. Laufen wir lieber weiter. Aber wann der wiederkommt, der Heini. Außerdem werden wir auch gleich mal erfrieren, würde ich behaupten. Geht's runter? Ja, nochmal runter. Aufwärmen können wir uns ja auch nicht irgendwie. Also, wenn das Viech kommt. Also wir müssen ja irgendwas finden, womit wir den killen können wahrscheinlich. Behaupte ich mal. Das andere kann ich mir gerade nicht vorstellen, wie es gemacht werden soll. Eine bessere Waffe, irgendwas Heißes oder so. Was sind wir denn hier? Gibt es einen Bahnhof? Okay. Zum Bahnhof, okay. Komm hier irgendwo rein? Geht's nicht durch? Kann das Ding ziehen? Nein, kann man nicht. Kann hier irgendwo reinkommen? Da kommt bestimmt gleich da runter, da gelaufen, der Typ.
Ach, guck mal, jetzt ist ein Baum reingekracht. Da können wir schon rein irgendwo, ne? Oder auch nicht. Und über den Baum klettern? Natürlich nicht. Okay, wie kommen wir da rein irgendwo? Hä? Na gut, versuchen wir mal hier vorne nochmal. Ach, da ist ein Vorhängeschloss. Oh, das ist auf. Können wir öffnen? Wo ist rein da? Das ist ein Generator, das ist schon mal gut. Oh. Kommt da schon wieder der Heini? Da ist ein Boot. Aha, du Spacko. Wird ein bisschen sauer, ja. Wo können wir da rüber zur Küste, zur anderen Küste fahren, oder was ist das? Uiuiui. When you disappeared, so did Purity. I would defend Purity against the winds, the tides, against ice and blizzard. Ach Gott, Jan, ist das das Ende? Could it be that all this was but a story of justice and vengeance? The soulful doctor, avenging his fiancée's unjust death by avenging this young woman as though she was his lover. Are these passionate feelings not precisely the kind of feelings that could cause a storm, petrify people deep inside, create monsters? Hm. Ach Quatsch, das war's? Na gut. So hören ja die meisten Spiele irgendwie auf, ne? Mit offenen Fragen und allem. Aber hat mich gut unterhalten, das Spiel. So ein bisschen dieses Survival-Adventure mag ich irgendwie. Könnt ihr mal in die Kommentare lassen, ob ich Firewatch auch spielen soll. Ist ja so ähnlich. Geht in die gleiche Richtung. Hätte ich schon Bock drauf. Ja, müsst ihr mir mal sagen. Lasst es in den Kommentaren da. Zu dem Spiel kann ich nur sagen, ja, also, ich habe es ja jetzt recht günstig geschossen, deswegen ist es nicht so wild. Aber auch sonst, es unterhält, es macht Spaß. Also von daher, alles richtig gemacht hier mit dem Spiel. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Lasst die Schrift nochmal durchlaufen, einfach mal um zu sehen, ob vielleicht noch irgendwie ein Cliffhanger kommt oder irgendwas, was danach passiert. Mal gucken, es wäre auch ganz witzig zu wissen. Drücken kann ich hier gar nichts. Da passiert nichts. Ich kann mir schon ranzoomen. Im Menü kann ich auch nicht rein. Also von daher. Eigentlich schon krass, ne? Wenn man überlegt, dass wir eigentlich. Wir haben zwar viele Sachen rausgefunden, aber nichts wirklich Wichtiges. So. Also es geht jetzt wirklich um so einen Typen, der Rache wollte und sich dann in so ein Viech da verwandelt hat. Schon krass, ne? Und das ganze Dorf steckt mit unter einer Decke, ne? Aber das sind so bei kleinen Dörfern, man weiß ja nie, wer da so alles so hintersteckt. Muss man ja auch mal sagen. Was liegt denn da? Komm hier. Thomas Mandel. Equa. Herr Dorf. Ich warte jetzt die Schrift nur noch ab. Ich möchte einmal gerne wissen, ob da noch was kommt. Wenn nicht, dann nicht, ne? Aber. Guck es an. Oh, Nina kriegt auch ein Dankeschön. Ich will nicht mit Nachnamen genannt werden. Die heißt nur Nina. Crowdfunding bei Kickstarter. Ja, das stimmt. Das habe ich mitgekriegt. Ach, guck mal. Was machen hier? Kann ich auch noch umschauen. Da ist hier nichts. Ah, guck mal, wir kommen an die Küste ran. Beziehungsweise. Ach, guck mal. Du kannst doch schon helfen. Un survivant! On a trouvé un survivant! Ja! Na, guck mal. Gut, ja, vielen Dank. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei, wenn wir was Neues spielen. Bis dahin, tschüss!